Gut. So, und herzlich willkommen zum nächsten Part und wir rennen gerade richtig behindert im Kreis. Das machst du privat immer zu Hause, den ganzen Tag über deinem Zimmer. So, also, wir sind bei der Kreuzung gewesen und David fragt kurz was bei seinen Eltern nach, weil er es kann. Und wir haben hier zwei Abbiegungen und hier geht's zu einer Kiste. Nice. Die öffnen wir mal. Und finden ein Blätterwerk. Blätterwerk. Nee, Blätterwelt. Cool. Was kann das? Okay, das wird uns nicht... Ich dachte, da wäre was. Okay, was das kann, wird uns nicht gesagt. Aber wo ist denn überhaupt der Kopfhörer hin? Ich mach mal Kopfhörer, ich setze ihn mal auf. Dann kann ich den Spielsound hören, ist besser. So. Da am Himmel. Seht ihr das? Es begann in dem Augenblick, als die Rabbits ins Pilzkönigreich teleportiert werden. Hey, ich dachte, wir... Okay, ich dachte, es war andersrum, aber läuft. Super Fusionierer Headset. Okay, es kann sein, dass ihr einen Teil davon nicht mitgehört, weil ich zu leise bin. Ich bin ganz sicher. Sorry, deswegen. So, und wir haben rote Mütze. Ich hab's vermutet, aber hat's nicht für möglich gehalten. Rote Münzen. Als ob. Nein! Oh Gott! Bitte! Eine goldene Kiste. Was ist drin? Eine neue Waffe! Neue Objekt gefunden, wenn ihr ansehen könnte. Ich kann es nur nicht verwenden. Oder? Kann ich verwenden? Gibt's ein Menü? Gibt es auch. Okay, das war nicht der Plan, aber läuft. Gut, also wir können es ja nicht ansehen, aber da hinten ist noch eine Truhe. Und ein drittes Objekt, wir können es nur nicht ansehen. Große Ouvertüre. Nee. Doch, Ouvertüre. Große Ouvertüre, ganz sehr schön. Und ganz viele Münzen. Wie kommen wir da hin? Sehen wir. Das ist eine gute Frage. Ja. Wir sind gerade beschäftigt, hier reinzukommen. Das sieht aus, als könnte man irgendwie durchschieben und dann durchkommen. Hier braucht man eine Wolke oder so. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden, damit wir das Inventar aktivieren können. Irgendwelche Mondzeichen in der Kiste dahinter. Auf diesen Schnüren sieht es irgendwie aus, als könnte man da irgendwo draufstehen und dann doch alles hier durch. Was ist das? Eine Rabbit-Röhre. Cool. Seems neat. Also wir können da nicht weiter. Gut, das heißt, wir gehen jetzt einen Weg, wo wir nicht, also weil wir einmal nicht weiterkommen. Und gucken, dass wir später nochmal zurückkommen. Zweite. Spiele gespeichert. Sei gegrüßt, edle Pflanze der Prärie. Wir sind angespotzt worden. Warum hast du das getan? Nachdem diese seltsame Kreatur mit dem Headset hier aufgekreuzt ist, sind diese Kerle die reinen Plage geworden. Ich bin sicher, diese Rabbits sind nicht so wie ihre Kollegen. Oh. Nun, wenn du ihn aufhalten kannst, werde ich dich mit Freuden entlohnen. Er erwischt seine Brüder links und rechts und macht die richtig großartig. Nee, er erwischt seine Brüder So, Leute, aber es wird Zeit, dass diese Blume in den Untergrund geht. Okay, weil das alle Blumen machen. Schön. Weil sie genau jetzt runtergehen muss. Auch wenn sie uns einen Gefallen bitten will. Und hier ist wieder Rabbit-Gebiet. Sieht ein bisschen größere Map aus. Jetzt werden wir anscheinend überfallen. Mach den Sprintangriff. Das ist ja noch Sturm. Er hat nicht gemerkt. Lieber Bibo, wer siegen will, muss üben.
Bitte arbeite an deinen Bewegungsfertigkeiten. Nur so kannst du die Oberhand über diese verflixten Rabbits gewinnen. Ich habe gerade ein paar Vorschläge hochgeladen, die dir helfen werden, dein Team anzuführen. Beeil dich. Gezeichnet dein größter Fan. Die Frage ist, wer echt der größte Fan? Ja. Vielleicht Peach. Gut, also wir haben hier drei Feinde. Also unterwegs kannst du mit Raserei Schaden zufügen. Mit einem Tiefchen kannst du... Drücke A. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also, hä? Was hast du nicht verstanden? Was das hier wird. So. Dann machen wir einen Teamsprung. Achso, wir können selber wählen, wie weit wir hüpfen. Dann hüpfen wir hier hin. Easy! Drüber. Anderen Gegner. Ja, den. Knall ihn weg. Das war ultimativ, ey. Ultimativ. Und Peach wird dahin katapultiert. Nee. Peach Rabbit. Und wir schalten den Gegner aus. Gebusch. Das war doch mal awesome. Jetzt ist Mario dran. Und Mario kann nichts machen. Also Gegner ist dran. Hoffentlich knallt er nicht Peach ab. Stop. Oh, dieses Sackgesicht. Nein, jetzt kann... Oh, okay, ich sehe was. Okay, das ist ein bisschen anders, als ich erwartet hätte. Der greift gut an. Der ist diesen gut. Also bist du doch nicht so gut. Nee, ich bin überrascht von diesem Raserei-Scheiß. Ja, ja, sagen's alle immer. Gut, dann hole ich mir erst den. Das Spiel wird im späteren Spielverlauf richtig knackig, ne? Sehr gewahr. Richtig knackig. Und? Luigi, feuer ihn. Ja. Herüber. Und jetzt knall ihn ab. Aus nächster Nähe. Ja, GG. So, und Peach lässt sich auch gleich mal wegfeuern. Also, seht ihr, das ist ein Spiel, wo man einfach nachdenken muss, überlegen muss, wo geht man jetzt am optimalsten hin, um und sinnvoll kämpfen zu können. Der ist vernichtet, aber der andere wird vermutlich wieder rumrasen, weil er das die ganze Zeit macht. Mann! Ah, der kann sich auch noch bewegen. Ich könnte ihn dahin bewegen. Ich weiß, was ich aber lieber machen werde, ist ihn dahin bewegen. Ja, ich werde ihn nicht treffen können. Das ist scheißegal, denn jetzt wird er wieder zu mir kommen. Also aber schon wieder diese. Wie weit kommen die Rabbits? Weit. Oder unterschätze ich diese Range einfach? 50% Chance. Aha, nicht getroffen. So, jetzt werde ich ihn attackieren. Werde ich ihn so treffen? Nee. Gut. Peach. Du bist dran. Schieß. Ihn hier rüber. Und nein, fuck. Ja, schieß auf ihn. Feuer frei. Vernichtet. Okay, total vernichtet. Mario, wie weit kommst du? Jetzt kommt er wieder hier in. Ah nee, ich hätte jetzt noch die Raserei ausprobieren können. Naja, scheiß drauf. Wird jetzt aber richtig exekutiert. Oh ja, ja gut, der ist mal weg. Ja, ist doch gewonnen, ne? Das ist ein bisschen mies, wenn der Feind so direkt vor ihm steht, langsam anfängt zu zielen und ihn dann richtig wegholt.
So. Und das nächste Rabbit-Gebiet, Ulf. Genau, so sieht's aus. Also es wird immer von Level zu Level schwieriger. Anfangs ist es sehr einfach, zum Ende kann das durchaus also aus. Alter, shit, wir sind in der Falle, Alter, what the fuck. Angriff für wen? Gut, also. Wir können von da geflankt werden. Das heißt, wir müssen so schnell wie es geht hier rüber. Oh, fuck it. Luigi, du bist. Ja, du rennst dahin, Luigi. Ey, was, du kommst schon am Beschießen? Nee. Ah, 100! Cool! Luigi, schneiden ab. Dann lässt sich Peach katapultieren. In die Deckung. Und Feuer. Und nimmst du das. Peach ist in der halben Deckung, aber der andere Typ. Mario, du kommst nicht sehr weit, wie ich sehe. Kleines Stück. So, aber so ist er wenigstens geschützt. Geschützter Position. Und wenn nicht, aber gut. Gegner kommt, Rasereiangriff. Als hätte ich es nicht gewusst, weil sie diesen Angriff dauerhaft tun. Ha, nicht getroffen. Rasereiangriff! Oh, wie überraschend! Oh, das habe ich jetzt ernsthaft überhaupt nicht erwartet. Wie überraschend! Dass er da hingeht, hätte ich jetzt überhaupt. Ich bin mich mit dieser. Sie kommen an! Greifen, machen mir 20 Schaden und rennen dann wieder weg, die kleine Bitches. Digga, 20 Schaden! Alter, das gibt's auch. Das kriegt er aufs Maul, Alter. Das ist ultimativ, Alter. Was man da machen kann! Das ist krank. Gönn dir das. Yo. Alles klar. Hallo, Open Salami. Er hört dein Open Salami, Alter. So, und er macht einen Rasereiangriff. Und geht danach. Wo gehst du denn danach? Gut, danach gehst du am besten hier in Deckung. Nee, da. Ja, da. 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 Genau da. Ja, dann kann ihn sein Stax-Teamkollege ballern. Aber er kann auf den schießen. Bitte triff. Tu es einfach und triff. Luigi, du hast mich so enttäuscht. Du bist so ein Stück Scheiße. Okay. Rasereiangriff. Und. Hier hin. Ich hab noch 2 Leben, oder? Gut. Wenigstens Peach kann zielen. Gut, also jetzt haben wir noch den hier. Der kommt jetzt vermutlich rüber, aber kann keinen Rasereiangriff machen. Und Asch! Ich hab gar nicht mal 100% Chance. Ja, okay, ich bin gerade irgendwie. Ich stelle mich irgendwie gerade an wie so ein Pferd. Der bösen Pferd. So, ich glaube, es wäre besser. Ich glaube, es auch nur du. Wenn ich es einfach so mache. Ja, ich gehe jetzt einfach drauf. Also nicht, dass ich jetzt sterben will. Sondern ich töte ihn jetzt einfach aus nächster Nähe. Hallo Leute. Zum. Hallo. So, hält dann eben aus nächster Nähe weg. Dann. Dann zu Iti davon. Und gibt ihm den nächsten Shot. Hallo! Wie er guckt. Ja. So, what the fuck, was ist das? Und Schlacht gewonnen. Ich lasse schon einmal Applaus, bitte. Perfekt mit 3 Zügen. Nice. Perfekt. Genau. Also, oh, du kannst geheilt. Sowas Tatsache, das ist das überraschend. Wir wurden geheilt, Alter. 110 und wieder alles perfekt. Yay, Goldtrophäe. Und die Blume ist glücklich. Die Blume sieht aus wie eine Blume, die auf Drogen ist. Ja, gell. Mario, die Kreatur mit dem Headset ist entkommen. Aber sicher hast du sein Schlamassel beseitigt.
Ja. Und jetzt gib mal Pflanze mit R, so ich wohl eine Belohnung. Jetzt gibt's uns jetzt so ein bisschen Joint. Crack. So ein bisschen Joint, so ein Joint, natürlich. Alter. Aber unsere guten Freunde, Rabbit Luiz und Rabbit Pete, haben auch mitgeholfen. Ja, ja, toll, toll. Ja, ja, toll. Wollt ihr auch Drogen? Ich bin richtig immer am raus. Jetzt rostet uns an. Ja, das ist ein jetzt ist er nicht so happy. Wie er kommt. Oh, ich krieg's nicht mehr. Okay, okay, ja. Yeah. Wie der Peach Rabbit gerade geguckt hat, Alter. Das hat eine komische Blume. So. Ey Junge, wir hatten vorhin drei Truhen oder so, an die wir nicht rangekommen sind. Lol. Und ich kann immer noch nicht mein scheiß Inventar öffnen. Das weil ich noch keins habe. Das ist belastend. Aber wir haben schon 800 Münzen. Weißt du, wenn man so schnell Geld verdienen würde, das Leben wäre so schön. So. Scheiß aufs Abitur. Was ist hier? Hier ist er. Ja, das ist halt ein Mario-Game. Ich hab noch nicht gelernt, wie man das macht. Oh, schön, du brauchst also einen Link damit. Das ist so wie Mira, die lernt auch noch. dieses Ding weiß gar nichts. Ja, so wie Mira, weißt, die weiß auch noch nichts. Weißt du, wir haben schon 4 oder so Items. Wenn du nur wüsstest, wie man es angucken kann. Yeah! Das ist tot. Oh, tot. Mario, Gott sei Dank bist du da. Du bist das freundlichste Gesicht, das ich sehe, seit das Pilzkönigreich in diesem Namaste geraten ist. Dein Timing konnte nicht besser sein. Er konnte besser nicht sein, so rum. Es kann zu Deadman mich nicht finden. Als das. Ah. Ja, es sieht so aus, als wüsstet ihr, was er tut. Zumindest halbwegs. Heftig mir, sie zu so finden. Ich könnte ja mal den Peach Rabbit. Ja, die Klasse. Okay, aber du wirst auf eigenen Leib erfahren, wie schlimm diese Rollen sind. Oh shit. Wir enden in irgendeinem Kampf. Vielleicht, nach. Aber sie sehen so cool aus. Aber ach, sei still. Okay. Okay, mal gucken. Hallo? In die Röhre? Rein in die Röhre des Torres. Drehen wir uns die ganze Zeit da drin? Das sieht so aus, als wären wir kotzend rausfallen. Sieht so aus, als würden wir die ganze Zeit eine Rolle machen. So. Nein, sieht ganz gut aus. Das ist aber sehr interessant. Wir können. Das ist eine. Das ist die Frage, in welche Röhre müssen wir ja. Als nächstes? Das ist wie ein Knopf! Wie es weitergeht. Ah, nee, die Röhre gehen wir jetzt noch. Und jetzt sind wir hier. Röhre über Röhre über Röhre, ey. Also, weiter geht's im nächsten Part, liebe Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao! Und ciao!